Hey, Hallöchen, ihr Lieben, und herzlich willkommen zu einer Folge Aquarist. Und das Ganze ist ja auch schon ein paar Wochen, wenn nicht sogar Monate her, wo die letzte Folge kam. Aber mittlerweile gab es schon zwei Updates. Und da wollen wir halt heute mal reinschauen. Und deswegen gehe ich einfach nur auf Fahre fort. Und es gab irgendwie Schildkröten, die hinzukamen. Und Fische, leuchtende Fische mit dem letzten Update, ne? So. Und es gab dann auch, wer über Steam spielt, was höchstwahrscheinlich so sein wird. Ach du Scheiße, okay. Ja, komm, machen wir erstmal die Tür auf hier. Offen. Neue, ja, Steam-Erfolge, ne? Die dann immer so aufploppen. So. Komm, gib uns nochmal Money. Oh. Ah, ist jetzt auch nicht mehr so laut, ne? 4202, sehr nice. So, okay. Was ist denn das da? Da hängt irgendwas. Neuer Auftrag für einen Kunden. Wollen wir den einfach jetzt schon mal machen? Ich weiß jetzt nicht, ob das was mit den Schildkröten oder mit den leuchtenden Fischen zu tun hat. Keine Ahnung. Ich war auf einer Aquarienausstellung und bin begeistert von ihren Aquarien. Die sind schön und als Besitzer einer Kunstgalerie schätze ich solche Dinge sehr. Während der Ausstellung kam mir die Idee, meine Kunstgalerie etwas umzugestalten. Ich würde gerne eine Unterwasserkunstausstellung machen. Ich träume von Schildkröten. Ah, die zwischen Kunstwerken schwimmen. Ich weiß, dass es eine schwierige Aufgabe ist, aber ich denke, dass sie es sicher schaffen werden. Musst du mir helfen? Ja, klar, why not? Gucken wir uns doch den Auftrag einfach mal an. Eieieiei, was ist das denn hier? Willkommen in meiner Kunstgalerie. Ich freue mich sehr, dass Sie gekommen sind, um uns zu helfen. Wie bereits erwähnt, wollte ich die weltweit erste Unterwasserkunstausstellung machen. Natürlich übernehme ich alle verwendeten Dekorationen und Fische. Also lass deine Fantasie freien Lauf. Keine Galerie der Welt hat so etwas und dank Ihnen werden wir die Ersten sein und viele Besucher anziehen. Ich bin gespannt, wie schön die Exponate unter den schwimmenden Schildkröten aussehen werden. Machen Sie sich an die Arbeit und bauen Sie das beruhigendste Aquarium der Welt für mich. Okay. Das gucken wir uns mal erstmal an, wie das hier ausschaut. Ja, das ist eine Kunstgalerie. Definitiv. Das ist schon interessant, ne? Wenn man dann hier in der Mitte so Schildkröten unterbringen möchte. Ich habe noch keine Ahnung, was ich hier gerade machen soll, aber ich finde das schon heraus. Zerstöre die Wände in der Mitte des Raumes mit einem Hammer. Die Wände in der Mitte, komm ich hier durch? Ja. Des Raumes. Können Sie ja nur das meinen, oder? So, Hammer. Wo haben wir denn hier einen Hammer? Ach, hier sind ja Pflanzen. Upsi. Hier, hier ist der Hammer. Kaufe. Okay. Zwei. Na dann, machen wir mal putt, wa? Dich daran hier. Ja, was ist denn los hier? Wie oft muss ich da raufhauen? Ah ja, einfach ein bisschen öfter. Dann klappt das. Ist halt ein großes Stück, ne? Okay. Ach nee, warte mal. Das hier müssen wir nochmal. Es war doch. Ach, hier oben. Hier oben haben wir noch was. Okay, das hier aber auch. Man kann da sogar nach oben gucken. Das ist ja offen. Das ist ja nice. So, und nun grabe den Baum mit einer Schaufel aus. Eieiei. Was denn hier alles haben wollen, ne? Was ist denn hier eine Schaufel? Das Ding hier? Meinen die? Nie, oder? Okay, weird. Ah, ja. Drücke Gauf, Glasplatte ist
Aquariums, also auf soll das wahrscheinlich heißen, um es zu kaufen. Ich drücke mir jetzt auf die 3. So. Ach, mit G. Drücke G auf. Da fehlt halt einfach nur das Leerzeichen dazwischen. So, hier nochmal G. Hier nochmal G. So. Schütte Erde ins Aquarium. Na, das kennen wir ja schon, ne? Das kennen wir ja schon. War das hier? Das ist Meersalz. Ich muss echt nochmal gucken, wo das alles war, weil ich halt einfach schon eine Weile nicht mehr hier drin war, ne? Ach, geil. Warte, war hier Erde. Was machen wir da für Erde rein? Ja, ne? Und so. Keine Ahnung. Was nimmt man da? Das hier? Dann die 4, dann die 1. Und dann müssen wir reinschippeln. Okay, das hätte jetzt eine Weile gedauert, wenn ich so weiter gemacht hätte. Stand der Sack schon immer im Aquarium mit drin? Es gar nicht mehr. Gießen Sie mit Hilfe des Mechanismus an der Wand Wasser in das Aquarium. Okay. So. Mechanismus an der Wand. Hey, gucken wir mal. Ah ja, geil. So, muss erstmal einen Schluck Kaffee trinken hier. J. So, lass eine, also 4 Schildkröten sollen wir reinsetzen, 10 Steine. Setze ein paar Wasserpflanzen an und leg ein paar Korallen in das Aquarium. Okay. Dann fangen wir, würde ich sagen, erstmal mit den. Da wartet mal. Wir gucken erstmal, ob die hier Dings haben. Was ist denn das hier? Das ist die Temperatur. Ne? Wir müssen mal gucken, was. Wir aktivieren das mal kurz, was sie für Temperatur brauchen. So. Was ist das hier? Ah ja, das ist die Anzeige. Jetzt schauen wir mal, wo sind denn die Schildkröten? Hier unten. So, Schildkröten brauchen. Ach Gott, ja, das ist auch neu, ne? Wenn wir jetzt mal genau hingucken, der pH-Wert des Wassers. Ich habe mir schon gedacht, dass das irgendwann kommen wird, ne? Aber jetzt ist es halt soweit. Okay, aber die sind auch nicht gerade billig, die Schildkröten, ne? Wir werden aber so wieder verschiedene Größen kaufen. So. Aber die, ich pendel die mal so bei 24 Grad erstmal ein, würde ich sagen. So. Dann können wir die ja auch schon reinsetzen, denn wir haben ja in diesem großen Aquarium immer schon Sauerstoff drin, ne? Ich habe es doch hier gerade irgendwo gesehen. Da unten. Seht ihr das? Da unten kommt der Sauerstoff raus. Gut. Dann setzen wir jetzt mal die Fische rein, weil ich finde, das macht sich immer besser, ne? Wir setzen mal eine kleine rein. So. Wie, die hat automatisch schon drin geworfen? Tatsache, guck mal da. Da ist sie. Okay, dann nehmen wir noch eine mittlere. So ein bisschen größer. So. Ach, das ist sehr cool. Dann nehmen wir noch so eine. Und dann nehmen wir noch eine ganz große. 4 Stück sollten es ja sein. So, dann haben wir nämlich von jeder Größe eine. Ach, guck mal. Sieht das schön aus? Achie. So, und jetzt wollten die, dass wir da Steine reinlegen. Gibt es denn hier vielleicht neue? Sind die größer hier irgendwie? Das ist ja ein Riesenaquarium, ne?
muss man ja auch Riesensteine reinsetzen. Oh. Ging doch irgendwie anders hier, oder? So. Schon riesig, ne? Der Stein. Aber konnte man hier nicht irgendwie den Bearbeitungsmodus wechseln? Genau. Und dann kann ich mich nicht in das Aquarium rein. So war das doch. Es macht sich, glaube ich, ein wenig besser. Jetzt gehen wir mal nochmal runter, holen wir noch ein paar Steinchen hier. Kann ruhig hier so eine fetten Dinger sein. Einer geht noch eigentlich, ne? Mal gucken, wie viel Platz ich hier unten drin habe. Ich nehme mal den hier auch noch mit. So. Fünf. Fangen wir mal hiermit an. So, sehr schön. Dann haben wir noch die sechs. Das packen wir mal hier so hin. Zack. Dann war vielleicht noch ein paar andersfarbige Steine hier. War noch ein andersfarbigen und hier, den machen wir nicht ganz so groß. Gucken wir mal drei. Oh, okay, nicht ganz so groß. Haben wir da noch ein Steinchen und fünf. So. Okay. Dann. Was machen wir da noch rein? Hier so ein paar helle. Steine noch. So. Drei. Kann man ja hier so irgendwie mit reinpacken. So. Ja, warte mal, fünf. Okay, die sind ein bisschen sehr klein, gell? Sechs. Machen wir mal direkt daneben. Ja, die sind ein bisschen sehr klein. Ah, naja. Habe ich mir jetzt noch keinen Gefallen mit getan. Habe ich immer mittelgroße? Okay, nein, sind auch nicht viel besser. Egal, wir haben jetzt erstmal ein paar Steinchen. So. Gut. Uns fehlen ja rein theoretisch gesehen auch eigentlich immer noch so. Sind ja die Schildkröten da oben? So große Pflanzen, ne? Wir haben es ja am Haibecken gesehen oder Hai-Aquarium. Ich würde ganz gerne mal hier nach oben gehen wollen. Vielleicht kann ich die ja hier mal fotografieren. Unser Screenshot, also für unser Thumbnail. Na, schaut mal. Cool. Kann man hier eigentlich das Hand ausblenden? Nein, was habe ich getan? Okay, wir müssen eine ganz große Schildkröte nochmal kaufen. Ist so typisch ich wieder, ne? Mit dem Kaufen. Ach, klopf halt nochmal rein. Hallo, Sweetheart. Okay, jetzt brauchen wir auf jeden Fall nochmal 15 Wasserpflanzen. So, wartet mal, was ist denn das hier nochmal für ein Aquarium? Klicke mit der rechten Maustaste. So, jetzt sind wir wieder raus, ne? Ich muss nochmal kurz gucken. Sind ja Salz. Salz. Oh, das ist ein Salzwasser-Aquarium. Ups, die eigentlich durften die sich auch ja nicht wohlfühlen, ne? Ist ja gar kein Salzwasser drin. Drücke Q, um das Aquarium zu inspizieren. Doch, da ist anscheinend automatisch Salzwasser drin. Also sonst würde der das ja nicht anzeigen, ne? Aha. Und die hätten ja, glaube ich, auch so ein Ausrufezeichen an sich. Naja. Okay, lass uns mal nochmal reingehen ins Aquarium. Und dann brauchen wir halt eher Salzwasserpflanzen. Mit was fangen wir da an? Ja, die Sache hier, ne? Müssen auch ganz groß sein. Temperatur passt, 24 Grad.
Das geht auch, ja. Das geht auch. Machen wir das erste Mal einmal. Oh, das hat er jetzt irgendwo anders hingemacht. Fünf. Jetzt würde ich halt hier so an dem Stein ransetzen wollen. So, sechs. Jetzt würde doch hier so ein Tür mit hinpassen. Genau, und das andere muss hier irgendwie irgendwo draußen gelandet sein, aber wo? Deswegen habe ich diese Sachen nicht gerne im Inventar, weil ich dann zu wenig Sachen mehr reinpacken kann, ne? So, hier haben wir es doch schon. Okay, war eigentlich so nicht geplant. Egal. Ja, die Pflanzen sind nach wie vor nicht groß genug. Das ist halt einfach so. So, die sind, die können wir auch nehmen hier. Dann haben wir noch das. Das geht allerdings nur bis 21 Temperatur. Das auch nur, das auch nur. Das können wir hier nochmal nehmen. Das ist erst ab 25, 23 geht auch. Das ist ab 25. Gut, wir könnten die Temperatur auch nochmal auf 25 drehen, ne? Das wäre jetzt nicht das Ding. Müsste ich aber vorher machen. Das geht auch hier. Na, machen wir erstmal das hier rein. Das war schon so. Wieso ist denn das jetzt nach unten gefallen? Habt ihr das nicht gesehen? Hä? Das sollte nicht nach unten. Nein. Wir machen mal hier noch was. Es fällt halt so tief runter. Okay. Dann hätte ich gerne, dass wir irgendwie noch mal zweimal. Vielleicht noch mal in einer anderen Farbe. Ach so, wenn die Pflanzen jetzt absterben, dann haben wir doch kein Salz hier drin, ne? Ich nur mal so erwähnen. Hallo, Schildi. Ei, ist hübsch, oder? Wäre so cool, wenn man mit den Pflanzen so nach oben gucken könnte. Hui. Na gut, was sollen wir jetzt noch machen? Die spielen hier. Noch weitere Pflanzen brauchen wir. Vier Stück an der Zahl. Das war ja, das ging nicht, ne? Genau. Das hier wollte ich noch. Zweimal. Also zwei. Warum nicht hier noch ein so ein Dingens hin machen? Oh, nochmal zwei Pflanzen. Dann machen wir das noch zweimal. So fällt denn das jetzt herunter? Ja, guck mal. Das verstehe ich manchmal nicht, ne? Warum fällt das jetzt herunter? Das soll nicht herunterfallen. Das soll. So, ganz genau. Gut, leg ein paar Korallen in das Aquarium. Korallis wollen sie jetzt haben. Uiuiuiuiui. Na, die können wir auch groß machen, ne? Ich nehme mal erstmal eine, mal gucken, wie groß sie ist. Naja. Naja, ne? Und so. Okay. Die können wir zum Beispiel noch kaufen.
Die würde ich noch kaufen. Die kaufen wir. Das Ding hätte ich gern. Das. Okay, mir passt ja auch nicht mehr rein. Ja. Das könnte man ja hier noch so schön mit rein anstellen. So. So. Wieder hoch. Hui. So. So. Überall ein wenig. Ich hätte schon halt ganz gern auch unterschiedliche noch, ne? Oh, dann hier, die können wir auch noch mal mitnehmen. Die sehen auch schick aus hier. Zack. Das hier noch mal. Einer geht noch. So. Alles reinmachen, was das Herz begehrt hier. Ist doch gar nicht mal so klein hier. Alle. Aber auch so schlecht. Aber kann man zu viel Korallen in ein Aquarium setzen? Geht das? Das ist halt die Frage, ne? Aber wahrscheinlich schon. Das hier noch. Die Dinger halt auch ganz nice. Oh, ich noch eins nehmen. Lass hier ruhig noch zweimal. So. Lieber ein bisschen hier hin. Bisschen nach oben gehen. Sehe ich mir nicht mehr. Das passt da auch richtig schön zusammen hier, ne? Gut, aber wir brauchen noch mehr. Ja, crazy. Nehmen wir das noch mit, dann ich vielleicht mal so eine kleine rote Ecke machen. Ein großer Seestern, der muss auch rein, zwei gleich. Dann hier nochmal so ein Dings. So. Machen wir mal mit denen an. Dann machen wir hier noch so eine kleine rote Ecke mit hin. Oder vielleicht hier auf dieser, da haben wir auch noch nichts, ne? So. Ich hätte noch mehr Steine reingepackt. Ich finde der 10 schon ein bisschen wenig, ehrlich gesagt. Also ich würde noch mal so ein bisschen in die rote Schiene gerne wollen. Hier zum Beispiel. Das Dingens. Vielleicht auch noch mal das. Weiß gar nicht, wie viel Korallen brauchen wir denn noch? Irgendwie was Rötliches. Vielleicht das hier auch noch mal. So. Das hier. Das muss ich aber auch passen. Ah, braucht auch nur noch vier, ne? Okay. Ne, das kann man hier zum Beispiel. Hier nochmal ein bisschen mit hinpflanzen. Das da und dann oh, hier nochmal was Rotes. Hier sind ja auch nochmal Blümchen, ne? Kann man da auch noch mit reinpacken. Ja, sieht da auf jeden Fall schon besser aus. Also ich würde hier eigentlich noch mehr reinmachen, ehrlich gesagt. Es ist Zeit für eine echte Unterwasserkunstausstellung. Sehen Sie diese Holzmasken in den Räumen? Legen Sie sie in das Aquarium. Ach, echt jetzt? Okay. Wie sollen die ins Aquarium legen? Oha. Kann ich denn das drehen? Okay. Schaut mal.
Eieieiei. Na, dann machen wir das halt hier so hin, ne? Muss das aber alles drehen hier. Gar nicht so einfach. Oh, ein bisschen schief rein, oder? Junge, wie viele Masken sind das denn hier? Das ist ja crazy. Das ist ja crazy. Drehen wir hier auch nochmal. So, zack. Eini. Also die eine machen wir mal hier noch. Dann würde ich sagen, gucken wir in der nächsten Folge weiter. Das war mir nicht noch nicht alles. Denn da kommen noch ein paar geile Sachen. Ich habe ja gesagt, immer wenn es mal Updates gibt und wie ich halt auch gerade die Zeit habe und Lust vor allen Dingen, dann werdet ihr halt hier auch immer wieder was Neues sehen, wenn es hier was Neues gibt. Ist schön, ne? Aber wie gesagt, den Rest machen wir in der nächsten Folge weiter. Bin mal gespannt, ob euch das mit den Schildkröten gefällt und ob ihr das Spiel auch mal wieder gespielt habt. Freue mich auf eure Kommentare, auf eure Likes und vielleicht noch ein Abo. Bis zum nächsten Mal. Tschüssi, bye bye.